Touchdown. In dieser Spielform schulen wir das Pressingverhalten und das schnelle, direkte Umschalten nach Ballgewinn. Hierzu benötigen wir ein Spielfeld von 12 Metern Breite und 20 Metern Länge. Teilen Sie das Spielfeld in der Mitte mit Markierungsplättchen. Oberhalb und unterhalb des Spielfeldes markieren Sie zusätzlich zwei Touchdown-Zonen von ca. 3 Metern Tiefe. Innerhalb des Spielfeldes spielen 4 Gelbe mit Hilfe von 2 neutralen Spielern gegen 4 grüne Spieler. Erreichen die 4 Gelben unter Mithilfe der 2 neutralen Spieler 15 Ballkontakte, so erzielen diese einen Punkt. Erobern die gelben Spieler den Ball, so versuchen diese per Anspiel in eine der beiden Touchdown-Zonen zu kontern. Hier können sie ebenfalls einen Punkt erzielen. Der Trainer spielt nacheinander 6 Bälle ein, stets zu der gelben Mannschaft. Nach 6 eingespielten Bällen siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Dann wechseln die Mannschaften die Aufgaben. Verändern Sie das Spiel, indem die ballerobernde Mannschaft nun in die gegenüberliegende Touchdown-Zone kontern muss. Dies kann sie stets unter Mithilfe der neutralen Spieler tun. Die andere Mannschaft versucht, den Konter durch Gegenpressing zu verhindern und nach Balleroberung das Spiel wieder fortzusetzen.